Die Kölner Rockband Bab in der DDR. Das dauerte ganze 24 Stunden. Kein Konzert beim Festival Rock für den Frieden, die anschließend geplante Tournee durch 12 Städte der DDR geplatzt. Dabei sollte dies die musikalische Sensation des Jahres 1984 werden. Doch die Band reiste ab, ohne auch nur einen Ton gespielt zu haben. Endlich hatten die politischen Hardliner in der DDR den Eklat, auf den sie wohl schon lange gewartet hatten. Rockmusik wurde dort nun endgültig zum Politikum. Keine Westbands mehr, so verfügten die Genossen. Dezember 1983, auf dem Weg nach Magdeburg. Bab soll zum ersten Mal im Fernsehen der DDR auftreten. Ich freue mich, dass eine Gruppe auch dabei sein wird, die wir euch jetzt schon hier bei uns in Magdeburg im Jugendfernsehen vorstellen können. Sie werden am 14. Januar dann im Palast der Republik sein bei Rock für den Frieden und am 19. beim DT-Jugendkonzert. Heute hier in der Hyperschale in Magdeburg aus der BRD. Bab! Zurück in Köln. Die Band vergräbt sich für ein paar Tage im Proberaum, um einen neuen Song einzustudieren, den sie auf der Tournee durch die DDR unbedingt spielen wollen. Wolfgang Niedecken hat den Text zu Deshalb spielen wir hier direkt nach der Rückkehr aus Magdeburg geschrieben. Von nun an ist der Eklat vorprogrammiert. Premiere hat das Lied 24 Stunden vor Beginn der DDR-Tour bei einem Konzert in Braunschweig. Bei diesem Konzert sind auch zwei Vertreter der FDJ anwesend. Der nächste Tag. In Ost-Berlin wissen die Veranstalter mittlerweile, dass die Band ein neues Lied im Gepäck hat, das sich gegen die Aufrüstung in West und Ost richtet. Einen Vertrag haben sie bislang nicht unterzeichnet. 24 Stunden vor Beginn der Tournee haben die Kölner Musiker und die Künstleragentur der DDR sich lediglich mündlich geeinigt. Im Bus ahnen die Musiker wohl, dass noch Schwierigkeiten auf sie zukommen. Ja, gespannt halt, ne? Nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben in Magdeburg, über die ich sehr froh bin, das, was sie gemacht haben, dass wir also die jetzt nicht mehr zu machen haben. Gemachte Erfahrungen sind eigentlich immer ganz gut, ne? Ich habe kein besonderes Gefühl. Ich habe höchstens ein bisschen Angst, dass wir die Tour nicht durchziehen können. Warum? Ja, weil wenn wir uns eben so verhalten, wie wir das vorhaben, eben auch so wie hier in der Bundesrepublik, da drüben, sehe ich da Schwierigkeiten. So wie doch sicher ist, da denke ich nicht genug. Immer die Vorteile abzubauen, die sie plötzlich ja von gerade kriegen, wo ich schätze in Ost und West. Weil es schön simpel, wenn auch grausam, wenn alles wie bisher in der Schwarzwiese und gut und böse Schema frisst. Wie auch schon Hansisch und uns damit verloren, die Angst ist schön in Bundeswehr und Bordarmee. Uns wurde doch jene wie Gemeinsamkeit bedrohen, damit er da anfängt und zu hören, spielen wir eh. Nach 5 Stunden Fahrt Ankunft im Hotel unter den Linden. Kaum einer hier scheint Bab zu registrieren. Kein Menschenauflauf wie ein paar Monate zuvor, als Udo Lindenberg hier übernachtete. Der nächste Tag. Eigentlich steht für heute eine Stadtrundfahrt auf dem Programm und natürlich soll heute der immer noch offene Vertrag unterschrieben werden. Nun kommt es zum Eklat. Die Verantwortlichen der DDR fühlen sich gelingt, heißt es. Von dem neuen Titel sei im Vorfeld nie die Rede gewesen. Ihn in der DDR zu spielen, sei schlicht unmöglich.
Es war klar, nach wir mit dem Müllbrot aufmachen darf. Wenn wir jetzt sagen wollen, es ist höchste Zeit, ja, dass man den Mund aufmachen darf, wenn man was sagen will, wird höchste Zeit. Wo sind wir? Hier. Das mit dem Versteckspiel. Mühsames und stundenlanges Ringen um einen Kompromiss. Beide Seiten wollen die Tour und das um fast jeden Preis. Am frühen Nachmittag. Mittlerweile finden die Verhandlungen in den Räumen der Künstleragentur der DDR statt. Doch scheint eine Lösung immer unwahrscheinlicher. Ist noch nicht zu Ende geklärt. Alles klar. Wann kommt er wieder hierher? Wahrscheinlich gar nicht. Die Herren kommen, also fahren ins Hotel und die anderen kommen auch gleich ins Hotel. Also die Herren von der Künstleragentur. Ist denn jetzt was Positives absehbar? Das ist echt noch nicht klar. Komplett nicht. Müssen wir noch mal unter uns was bekakeln und dann, naja, je nachdem, was dabei rauskommt, werden wir dann in einer halben Stunde endgültig wissen, was gebacken ist. Doch eine halbe Stunde später im Hotel ist klar, dass die Tour endgültig geplatzt ist. Sicher der Vorwurf hier in Ost-Berlin gemacht werden, dass ihr zu einer bewussten Provokation überhaupt hierher gekommen seid, dass ihr von Anfang an eigentlich wissen musstet, dass dieses Stück hier nicht aufgeführt werden kann. Also was alles passiert, was jetzt mal alles losgeht, diesen Karren drüben mit uns zu bespannen und was hier abgeht, das macht mir jetzt ganz schön Bauchschmerzen. Denn ab jetzt müssen wir unheimlich aufpassen, dass wir uns ein paar hundert Meter weiter nicht von Karren spannen lassen, bei den Kartenkriegern, die da sitzen und sagen, siehste, Age, habt das, ihr Alternative ist, ihr Linken oder was. Wie ist euch denn jetzt selber zumute? Wir hatten euch gefragt, als ihr hier in die DDR gestartet seid zu eurer Tournee, über die Hoffnungen, aber auch über die Befürchtungen. Wie fühlt euch denn jetzt? Beschissen. Schlechter kann man sich nicht fühlen. Ich weiß auch nicht, also ich muss das erst mal verarbeiten, ich weiß jetzt nicht, was. Mich hat das überrascht, ich habe damit eigentlich nicht gerechnet. Um kurz vor vier geht es für Bab zurück in Richtung West-Berlin. Während die Medien der DDR davon kaum Notiz nehmen, melden Radio und Fernsehen im Westen das Scheitern der Westrocker im Osten.